Auch heute noch, über 20 Jahre nach ihrem Tod, scheint Lady Diana ihre zwei zerstrittenen Söhne, Prinz Harry und Prinz William, zusammenzuführen. Nach dem großen Drama um Harrys Exit aus dem Königshaus und dem Oprah-Interview hängt der Haussegen im Hause Mountbatten Windsor mächtig schief. Erst zweimal in knapp 2 Jahren hatte Harry seine Familie besucht. Und das nur zu offiziellen Events, der Beerdigung von Prinz Philip und der Enthüllung einer Lady Di Statue. Doch auch Lady Di könnte es wieder sein, die dafür sorgt, dass ihr Zweitgeborener den Weg zurück nach London findet. Im Dezember soll Prinz Harry erneut auf seinem Bruder treffen, anlässlich der Verleihung des Legacy Award. Das berichtet The Sun. Die Verleihung findet alle 2 Jahre in Lady Dianas Elternhaus in Althorp statt. Dabei werden die Awards an Preisträger des von Lady Di ins Leben gerufenen Diana Awards übergeben. Das sind 20 junge Menschen, die einen Wandel angestrebt haben, der die Welt zum Positiven verändert. Auszeichnung außergewöhnlicher junger Menschen für die selbstlose Schaffung und Aufrechterhaltung eines positiven, gesellschaftlichen Wandels, so beschreibt sich der Award auf seiner Webseite. Offizielle der Awards haben sich noch nicht gegenüber The Sun zu der Anwesenheit von Harry und William geäußert. Die Geschäftsführerin des Diana Award, Tessie Ojo, erklärte der Daily Mail allerdings: "Wir freuen uns, dass wir immer noch die Unterstützung des Herzogs von Cambridge und des Herzogs von Sussex haben." So sollen wohl Prinz William als auch der meilenweit entfernt lebende Prinz Harry unbedingt an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen wollen. Im Moment sind wir die einzige Wohltätigkeitsorganisation, an der beide beteiligt sind. Das ist wirklich ein Privileg, so Ojo weiter. Beide Prinzen sollen sich sehr engagieren und für den Diana Award an einem Strang ziehen. So soll Harry seinen Bruder in einem 5-Jahres-Plan für die Organisation unterstützen. Aus dem Weg gehen könnten die beiden sich bei dieser Angelegenheit wohl kaum. Tessie Ojo erklärte nämlich, dass eine gesamte Woche voller Events geplant wäre. Bei den letzten beiden Besuchen, vielleicht auch wegen der Corona-Pandemie, hatten die Brüder kaum Zeit zusammen. Der Legacy Award findet am 9. Dezember statt. Für Harry wäre es die perfekte Möglichkeit, einen Schritt auf seine Familie zuzugehen und vor allem, ihnen endlich ihr neues Familienmitglied Lilibet Diana vorzustellen. Vielleicht ringen sich die Sussexes ja auch zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest durch. Die Vorweihnachtszeit könnte jedenfalls für versöhnliche Stimmung sorgen.